fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer spannenden neuen Folge Squab Mechanik hier mit dem Tigo und mit dem Jakob, den ihr nicht hören könnt, Gott sei Dank. Weil sonst quatschen wir in einen Mod rein. So. Wir bauen heute eine S-Bahn. Ich muss mal euch den Toner machen, damit ihr alles hört. So, jetzt hört ihr auch wieder. Jetzt könntet ihr den rein theoretisch hören. Rein theoretisch, wenn er redet. Aber das tut ihr Gott sei Dank nicht. Deswegen mache ich das schnell wieder den Ton aus. Wir wollen ja gar nicht die Idee ihm geben, mir hier überhaupt rein zu reden. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen ihm noch nicht mal die Idee, eine Chance geben. Er kann mir natürlich die ganze Zeit die Ohren zulabern, aber ich höre mich eh, meine eigene Stimme höre ich selber auf die Ohren. Also ist das eigentlich total egal. So. Total egal ist das Ganze. Und wenn er mir voll labert, ist das egal. Obwohl, ich glaube, das ist für euch doof, wenn ihr die ganze Zeit den Ton nicht hört. Also mach mal, Ton doch mal. Ton. Alles schön mit einem guten Ton. Was macht der eigentlich, der Vollidiot, da oben? Leise. Psst. Ui. Da ist ein Dampflok. Er sieht uns nicht. Wir sind gedockt. Ich flüster, das hilft. Jetzt kann er uns gar nicht mehr sehen. Auch wenn er uns anguckt, gekonnt ignorieren. Ich hoffe, der weiß, dass hier eine Kante ist. Das wird lustig. So, aber zurück zu unserem tollen, lustigen Projekt. Das nennt sich S-Bahn. S-Bahn. Kennt jeder, hasst jeder, braucht fast jeder. Also genau das, was die Deutsche Bahn gerne machen würde. Sitzt, wackelt und hat keine Luft, habe ich ja gebaut. Die Sitze sind natürlich asymmetrisch. Symmetrisch wäre schön, aber gibt's hier nicht. In Squab Mechanik ist immer, wie du es machst, baust es falsch. Wenn du symmetrisch baust, baust du asymmetrisch. So. Ist natürlich erstmal zu wenig Sprit drauf. Dann in der falschen Richtung gemacht. Ne. Ich sehe das. Hallo? Das macht doch. So. Gib Gas. Jawohl. Oh, ist das schnell. Ich glaube, da muss ich doch mal noch mal ein bisschen Gas geben. Müssen wir noch mal ein bisschen mehr Gas drauf. So, jetzt geht's ab hier. Oh yes, baby. Oh yes, oh yes. Jetzt kommt die spannende Stelle. Kann dieser Zug kurven? Kann das Gelöt eine Kurve? Das Gelöt kann eine 1er Schneckenkurve. Das ist aber blöd. Denn wir sind nicht hier. Ui. Ups. Hoppla. Hoppla. Das war ein bisschen flott um eine Kurve. Das ist ja alles hier noch Ausprobiererei. So. Platzieren wir nochmal falsch. So, nochmal falsch ist gut. Falsch ist immer falsch. Das ist das Wichtigste, merkt euch. Falsch ist falsch. Und wenn ihr es richtig platzieren möchtet,
platziert es am besten wie richtig falsch. So, deswegen schrauben wir mal ordentlich wieder Geschwindigkeit vom Gas. Oh, das hat einen Anzug, Da träumen die S-Bahn von der Deutschen Bahn von. Oh, geil, das Scheiße. Noch ein bisschen Gewicht drauf und dann ist das Ding geil. Na gut, Oberbau fehlt auch noch. Ist ja halt ein bisschen Gewicht. Warum habe ich hier nochmal rot drauf gekleistert? Ist ja Ende. Hat irgendwie jemand vergessen, Schienen zu bauen. Da schwebt Straße. Was ist da? Ist da Ende der Map oder was? Was ist hier? Hoppala. Hier ist Hoppala. Hammer gemerkt. Hier ist Hoppala. Hoppala ist scheiße. Aber sieht ja immer so schlecht aus, was wir hier gebaut haben. Ist gar nicht mehr so dramatisch. So. Zurück. Hoppala. Zurück zum Hoppala. Wir fahren nochmal kurz komplett neben der Spur. Einen Augenblick bitte. Haben wir sofort wieder eingegleist. Sag ich doch. Mit Eingleisautomatik. Das muss mal jemand können. Eingleisautomatik. Ich soll es am besten lassen für heute. Am besten sollte ich ausmachen, ihn aus der Map schmeißen, abschließen. Keller, PC im Keller. Nein, Tego, du sollst nicht ausmachen. Und mich erhängen. Das wäre eigentlich das Beste heute. Nein, Tego, du sollst dich auch nicht erhängen. Wer will man heutzutage eigentlich gar nicht mehr? Oder erschießen. Erschießen ist auch gut. Aber das kriegen dann die Nachbarn wieder mit. Auch erschießen ist keine Option. Ja, natürlich ist erschießen eine Option. So. Aber zurück zum Klartext hier. Mir wurde gerade gezwitschert. Hoppala. Was war hier los? Ist egal. Hier ist alles sicher. Der Bahnhof ist TÜV geprüft. Vom Tiger-TÜV. Ich sag, nenne euch mal kurz die Mitgliederzahl des Tiger-TÜV. Tiger-TÜV besteht aus dem Tigo, aus dem Tego und aus dem Tobias. Die sind alle total hochprofessionell. Die haben noch nie was übersehen. Die haben auch die Bobbahn abgenommen. Die irgendwie ein paar Tieren in den Tod gerissen hat und ein paar Jakobs. Aber Jakobs fallen eh nicht auf. Gibt eh viel zu viele auf der Welt. Einer auf der Welt ist schon einer zu viel. Oh, oh. Am besten würde ich damit... Merke ich mir. Wieder breit war es in deine Bänkchen. Muss ich mal kurz gucken. Lass mal looken. Looky. Der ist deutlich weiter als ich. Looky. Aber hat auch noch keine Bank.
Luki, 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 hübsch. Die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Dingsbums da, die H-Bahn. An was erinnert die dich? An die H-Bahn? An die H-Bahn. Was ist die H-Bahn? Eine H-Bahn. Was ist die H-Bahn? Eine H-Bahn. Ja. Ja. Wie würdest du jetzt H-Bahn schreiben? Das würde mich jetzt interessieren. H-Bahn. Die H-Bahn. Ja, sag mal, buchstabier mal H. H? Wie Hase? So, ich hab jetzt gedacht, dass du Bahn. An H wie Haare denkst. Nee. Achso. Schade. Weil was hat das mit der H-Bahn zu tun? Das ist sowas. Ja. Das ist die H-Bahn. Ich kenn gerne H-Bahn. Ja, bei mir in der Ecke steht eine H-Bahn. Was ist die H-Bahn? Hochbahn. Also. Ja gut. Die haben auch eine. Gerade erkennt keiner jetzt. Ich habe bei mir auch eine Ecke. So, ich muss dich wieder muten. Hört er also jetzt nicht, was ich sage? Hey Leute, wir können lästern. So. Was wir gerade gesehen haben, wer quatscht, braucht deutlich länger, als wer konzentriert baut. Ist schlimm. Sieht deutlich hübscher aus, was er gebaut hat, als was wir gebaut haben. Ich kann mich irgendwie noch nicht auf mich sitzen lassen. Wie viel Beinfreiheit braucht man? Nicht viel, ne? Beinfreiheit wird überbewertet. Reicht, ne? Ist ein bisschen breiter, wäre geil. Bisschen breiter wäre geil. Bisschen breiter wäre geil. Okay. Habe ich gehört? Bisschen breiter wäre geil. So. Ich bin Profi im Bahnbau. Kenne doch alle. Ich bin hier professioneller Bahntiger. Professionell natürlich. Als professioneller Bahntiger weiß man natürlich, wie man professionell Bahn vergeigt. Dies geht erstmal ganz einfach. Zuallererst müssen sie eine Blockpassage ansetzen, die sie dann einfach durchführen und dann zum Schluss feststellen, dass das vorne und hinten nicht passt, wie sie es geplant haben. Da, so vergeigt man am besten professionell mit abgesegneten Tiger Bahn. Diese werden dann natürlich auch hochprofessionell vom besten TÜV, dem Tiger TÜV, abgenommen. Genauso wie das Wort verkneife ich mir im Haar. Habe ich. So. Es tut mir leid, dass ich auch jedem Scheißen gekreisen muss. Es tut mir leid. Mach ja nicht unabsichtlich. Langsam sehe ich wirklich wieder Smileys. Langsam glaube ich, muss ich wieder ein Smiley sehen. Was ich mir hier gerade erlaube. Uiuiuiui. Wenn das mein Chef wüsste. Ihr habt gar keinen Chef. Das. Ich bin immun. So. Geschafft. Hier ist eine Tür, habe ich gerade beschlossen. Hier, Tür. 4. Hier Tür. 4. Ist ein bisschen schlank, das Ganze. Machen wir mal ein bisschen hier so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Genau. Hier kommt dann so ein Gangsitz hin. Ein Gangsitz ganz wichtig zum Gangsitzen. Na, ich weiß noch nicht. Ich bin unschlüssig. Ganz ehrlich. Irgendwie bin ich ein bisschen unschlüssig mit meinem Klotz. Ich bin
bisschen unschlüssig mit diesem Klotz. Der Klotz gefällt mir noch nicht so, wie der gefallen sollte.